Hallo und herzlich willkommen. Oh, ja, toll. Ich darf nicht. Nach dem Kampf gegen den Koboldkönig durchsuchten die Helden das Schloss. Sie fanden seltsame Hinweise auf eine weitere Prinzessin. Anscheinend hatten sich Isabel und Rosabel einst sehr nahe gestanden. Aber was ist ihnen zugestoßen? Bla bla bla. Obwohl Amadeus es nicht wollte, führte Zoya sie zu den Kellern, um die Geheimnisse zu ergründen, die im Dunkel verborgen lagen. Herzlich willkommen zurück bei Trine mit Little Confused Brain und Lord Toad. Hi. Oh, hi. Ich bin Lord Toad. Wir sehen uns nur kurz um und gehen dann wieder nach... Oh, oh. Ja. Ja. Oh, das sieht hier aber echt... Oh mein Gott. Euer Leben. Was ist denn das für ein gottloser Albtraum? Trine, ich schieße ihm ins Auge. Komm zurück und bring mich nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Yeah. Das ist wahrscheinlich nur ein klitzekleiner Teil von einer Riesenkrabbe. Klein? Krabbe? Das hier? Ach, du bist eine Krabbe, solche schleimigen großen Augen. Mach du da. Mach du das mal eben. Ich bleib hier stehen und warte. Ach so, ich kann nicht. Ach, da muss auch noch. Guck mal, hier ist auch noch so ein... Warum ist das da? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das brauchst du gar nicht. Du musst es jetzt einfach so ansetzen, dass dann das andere, das obere Luftstück nach oben zeigt. Ja, das dachte ich auch, aber es passte gerade nicht. So, jetzt geht's. Sag mal, in welchem, wie hieß das gerade, wo wir jetzt gerade reingegangen sind? Irgendein Keller. Hieß das unheimliche, irgendwas mit G? Gruft? Und jetzt Säure. Ja, irgendwie sowas. Sie wird sich nicht durch meinen Schild fressen. Säure ist jetzt hier... Unheimliche Gänge, hieß das so? Nee, ich glaube nicht. Doch, das heißt so, okay. Ja, weil, ja, ich wollte nur mal gucken, wie weit wir jetzt schon im Projekt sind. Und sind wir? Sind gerade im 11. von 13 Kapiteln. Das hört sich gut an. Vielleicht kriegen wir es ja heute durch. Ja, das kriegen wir noch hin. Säure! Ja, und du rennst einfach durch, weißt du? Ja, ich dachte, das wäre so... So sieht meine Dusche zu Hause mal aus. Ich sagte Säure. Ach, guck mal. Gibt doch Säurenmonster. Oh, ich bin aber auch nicht mehr ganz taufrisch, ne? Merke ich gerade. Das hast du recht. In den Abfluss. Ja, bringt ja gar nichts, ne? Achso. Oh, was? Magst du mich vielleicht nochmal wiederholen? Nein. Dann muss ich ja wieder runtergehen. Oh. Achtung, Säure, ne? Ich halte dir es vom Leib. Ich halte dir es vom Leib. Doch nicht. Nett. Oh, was kannst du eigentlich? Ja, richtig. Was kannst du? Ich wollte nur mal gucken, wie geil mein Hut abfliegt. Natürlich wolltest du das. Das wollen wir alle sehen. Komm. Okay. Nicht in die Säure. Komm nicht in die Säure. Ja, okay. Dann höre ich auf damit. Was passiert denn, wenn wir da... Ich glaube nicht, dass ich das ausprobieren sollte, oder? Ich glaube, du sollst ausprobieren. Mach mal den Eimer da weg. So. Meinst du, das reicht? Das sieht von der Länge... Nee, siehst du? Reicht doch. Dann brauchen wir den hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Eimer... dass wir irgendwie mit dem Eimer... Getroffen. Ja, aber es bringt uns nichts. Ich wollte es nur angemerkt haben. Oh ja, danke. Meinst du, wir können da... Nee, ich glaube nicht. Also ich kann auf jeden Fall hier in Richtung Eimer hoch. Aber darf ich nicht da reinspringen, ne? Ich glaube sogar schon. Mit genug Schmackes. Ui, das meinte ich. Da darf man nicht rein. Da darf man auf gar keinen Fall. Aua. Oh, hi. Oh, nein. Stachel im Arsch. Oh. Warte. Oh Gott. Was tue ich hier gerade? Das frage ich mich jeden Tag. Bin tot. Ich nicht. So, das Problem an der Sache ist jetzt, ich bin fast tot. Die Frage ist jetzt, was aber irgendeinen Sinn muss das ja auch hier haben. Ja, eigentlich schon, da hast du recht.
Und tot. Fast. Sah auf den ersten Blick gut aus. Ja, aber das passt nicht so ganz. Aua. Ah, warum spawn ich hier mittendrin? Kackteil. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach mit der Säule mich hier fester... Oh Gott. Die können sich da festhalten? Ja, natürlich können sie das. Was sind das ekelhafte Viecher? Aber guck mal, mit Säule kannst du dich einfach hier so... Das hätten wir vielleicht vorher mal dran denken können. Ja. Kannst du einfach sterben, siehst du? Ja, hat super cool geklappt auch. Aua. Oh Gott. Ich dachte, das passiert schon wieder. Bin oben. Ich. Ach nee, jetzt Mist, jetzt dachte ich wäre. LOL! Danke! Weißt du, da denkt man sich so, hey, ich hab's geschafft! Und dann kommt noch mal einer, der dir sagt, nee, du bist doof. So wie es sein sollte. Ach, die liegen hier unten jetzt. Ja, ist okay. Was ist das? Wieso buggt es? Erst, wow! Ich dachte, ich habe Zoe ausgewählt. So, ich bin oben. So, und jetzt ganz behutsam ja, und jetzt langsam geht zum Checkpoint. Hä? Super, spawnt der mitten in der Luft. Geile Scheiße. Ach so, die sind gar nicht offen. Du, die sind nicht offen. Ja, gib mir Leben. Gimme Leiden. Leiden. Gimme Leiden. Hier, guck mal. Warte. Klappt nicht. Warte. Ne. Oh, aha, ich sehe da oben etwas und das ist nichts Gutes. Säure. Oh. Ätzt weg. Das ist aber ätzend. Boah, der war jetzt schlecht. Das geht übrigens nicht weg, weil da die Stacheln ausgefahren sind. Da rechts ist ein Schalter. Kommt man da irgendwie hin? Bleib du mal hier. Gerne. Hol mich mal bitte wieder. Danke. Oh. Ja, wow, wie wir beide jetzt gerade nicht reden, ist auch schön. Das hatten wir auch noch nicht. Ja, irgendwie einer labert von uns immer, ne? But now. Denk. And now, denk. Sah gut aus. Soll ich auch mal? Oh, Errungenschaft. Oh, oh. Hammerchaos. Was habe ich denn gemacht? Das frage ich mich gerade auch. Ich habe auf jeden Fall ganz viele Monster geholt. Ja, aus der Ferne aktiviert. Super. Sehr schön gemacht. Wirklich. Ein Traum. Ich kann mir ein Traum vorstellen. Wir haben im Übrigen 43 von 50 Fläschchen. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich glaube, das sind die Leben. Wenn du 50 hast, hast du ein Level aufstehen. Achso. Boah. Kann nicht wahr sein. Doch. Es muss irgendwas mit der Kiste da oben zu tun haben. Ja, eigentlich schon. Danke. Gerne. Danke! Guck mal, wie ich wegfliege. Auch nett. Warum ist denn jetzt eigentlich Musik da? Weiß ich nicht. Hast mit deinem Hammer-Chaos irgendwas ausgelöst? Ja, wahrscheinlich. Voll wichtige Story-Elemente. Ja, die wir jetzt nur nicht sehen. Da läuft gerade der Abspann. Wir sehen ihn nur nicht. Oh mein Gott! Schön, ne? Ja, ein Traum. Die Musik ist nur gerade leider so laut, dass sie alles übertönt. Wenn ich da jetzt... Okay, mach den in die Mitte. Das ist eine Idee. Aber was bringt uns das dann? Ich meine, wenn du jetzt hier... Ja, wenn du dann so machst, ne, dann ist ziemlich doof. Das ist doof, ja, das stimmt. Bleib du drüben, bitte. Oh, super, Stefan. Gut geklappt.
Kann man sich mit Zoe nicht dann da irgendwie am Rand festhalten? Oder... Ja, 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 nein, ja, ja, nein, ja, nein, ja, 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 nein. Verätzt da gerade ganz langsam. Du musst das in dem Moment machen, wo es aufhört, dann jetzt. Hey, du bist drüben. Ja. Mach mal jetzt den Hebel da. Oh, nein, 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 ich muss erst die Monster kaputt machen. Bitte überleb da, bitte. Ach, ich sterb gerade. Wo ist denn der Hebel überhaupt? Da ist er. Oh mein Gott! Ist egal, ich bin tot. Ja, aber der muss ja irgendwas... Ich komme hier nämlich auch so nicht weiter. Ah! Jetzt, was denn? Ich hab doch Ach, komm schon! Wir müssen auf jeden Fall beide rüber. Ah! Achso, das waren die XP. Okay, mach's nochmal. Ich mach's nochmal. Ja, mach's nochmal, ich mach's nochmal. Oh, Levelaufstieg. Oh mein Gott! Und jetzt den linken Hebel. Ja, und da ist nämlich noch ein rechter, stimmt. Ich glaube, der linke, genau, macht mir jetzt nämlich die Teil, dass ich auch rüberkomme. Das ist ein Monster, so. Achtung. Wenn das hier hochkommt, kriegt das gleich eins aufs Maul. Das sag ich dir, du. Oh Gott, Säure, ganz viel Säure, aua! Bin tot. Echt? Kannst dich da besser mit Zoe oben festhalten. Festhalten, festhalten, oben links! Nee, ich bin tot. wie die hochfliegt wieder. Aber das ist ja jetzt da. Wow, ja, natürlich. Hä? Und ich glitsche wieder. Ich bin ein Glitch. So, und jetzt ist der Glitch tot. Ich level einfach in der Zeit mal ein bisschen. Why? Wo hab ich mich denn jetzt festgehalten? Ha! Und tschüss. Wie lange geht der Part eigentlich schon? Aber wir sind noch 4 Minuten. Gut, weil ich muss jetzt gleich auch ganz kurz mampfen. Mhm. Wäre schön, wenn ich das dann Nein. machen könnte. So, ich habe mal ein bisschen geupgradet. Naja, ist jetzt gleich ist eh eine Stunde rum, dann können wir wieder eine Öffnei-Böse machen. Ja, genau. Und wenn du dann noch willst, dann können wir gerne noch weiterspielen. Nee, mit dir? Nee, dachte eigentlich ich nicht. Du super Idiot. Wow. Nein! Nein! Ich bin so doof. Nein, du bist super. Du bist super. Daumen hoch. Ach, ich bin doof. Ja, nein, du aber auch. Aber du stirbst nicht. Das ist doch fies. Weißt du, ich sterbe, wenn ich einmal die Säure sehe und du... Nein. Jetzt mach doch! Nein, warum? Was mache ich da? Ich bin kein schlauer Mensch. Komm, das müssen wir in dem Part noch schaffen. Wir haben noch 2 Minuten. Das werden wir noch hinkriegen, irgendwie. Ich... Oh, oh. Ja, das schaffen wir nicht. Jetzt jedenfalls nicht in diesen Run. Nein. Denn du bist tot. Ich dachte, das macht nicht so viel Schaden. Ups, nein, nicht beenden, um Gottes Willen. Viel be... Packerlacker! Packerlacker! Wait, wait, wait! Das... So, das wird was. Das wird nur ein bisschen Schaden. Durch, Junge! Wow. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf dich und ich bin jetzt tot in drei... Nee, Ich hab dir Leben gegeben. Ich hab mir Leben gegeben. Das ist keine Säure. Aber hier kann man tauchen. Und ja, wollen wir dann sonst hier direkt an diesem Checkpoint Schluss machen? Ah, du musst jetzt direkt, ne? Du musst jetzt direkt los, ne? Direkt! Ja, passt. Wir machen... wir sehen uns wieder. Wir sehen uns einfach wieder. Wir hoffen, ja? Wir hoffen einfach inständig, dass ihr auch im nächsten Part wieder einschaltet. Und, ja. Ich vermute, jetzt habe ich sie alle gesehen. Nein, bei mir. Nein. Nein. Bei mir. Ich lösche deine Videos. Tschüss. Bitte. Tschüss.